Hallo. Hallo zusammen. Wir haben ja jetzt schon etwas länger nichts mehr von uns hören lassen. Und da die Sehnsucht jetzt auch nach unserem Gustl ziemlich groß ist, haben wir uns natürlich entschlossen, hierher zum Gustl zu gehen, weil wir machen ja jetzt heute auch die Verlosung für die Karten für Freiburg. Also, Und dann ja, wollte mal noch einiges andere berichten. ja, um das klarzustellen, wir sind nicht unterwegs. Wir sind hier Ja. am Heimatstandort vom Gustl, wobei das Unterwegssein rückt bei uns schon näher. Denn ich habe schon meine erste Impfung bekommen mit AstraZeneca. Ist mir sehr gut bekommen. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich wohler, wohl zu wissen, denn so hat mir das mein Hausarzt erklärt. Wenn man mit AstraZeneca seine erste Spritze bekommen hat, dann kann man sich zwar auch infizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion so schlimm wird, dass man beatmet werden muss, ist so gut wie ausgeschlossen. Also krank kann man noch werden deswegen, aber bei weitem nicht so schlimm, dass es lebensbedrohlich ist oder zur Beatmung führt. Und das weitere Schöne ist, dass am Montag, also in 2,5 Tagen, Morgen für euch. ja, genau, die Ursi ihre Spritze bekommt. Ja, da bin ich natürlich auch sehr froh drüber, weil man fühlt sich dann doch etwas sicherer. Jawohl, und dann. Natürlich müssen wir uns auch weiterhin an sämtliche Vorkehrungen halten, aber das ist ja ganz klar. So und so, natürlich. Und dann geht es also wieder Richtung Normalität. Wir haben 4 Themenbereiche aufgeklärt und gleich geht's los. Das erste ist, ich möchte euch meine neue Dashcam, die wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben, vorstellen. Das zweite ist, oder was dazu Ja, sagen, ich sagen wollte wir gerade so. sagen, vorstellen können wir sie ja noch nicht, weil Ja. wir konnten sie ja jetzt noch nicht testen. Dann möchte ich was zu unserem einem der letzten Videos sagen. Da haben wir über die Fehlalarme bei Titronic berichtet. Da hat sich Neues ergeben. Dann ein aktuelles Thema: Freistehen. Campingplätze sind zu. Womo-Stellplätze sind zu. In der Regel darf ich einfach am Straßenrand stehen oder auf einem Parkplatz und dort übernachten. Habe ich jetzt recherchiert, kann ich euch berichten. Und dann last but not least. Ganz wichtig natürlich, 5x2 Karten. Für die Messe in Freiburg. Jawohl. Aber das machen wir alles nach und nach. Wenn euch ein Thema nicht interessiert, könnt ihr einfach ein bisschen vorspulen. Aber ich würde dranbleiben an eurer Stelle. Genau. Wir freuen uns. Ja. Also dann leg mal los. Also, die Firma, die diese Fendro Dashcam vertreibt, hat uns angeschrieben. Wir werden laufend angeschrieben, das muss ich mal dazu sagen, ob wir nicht irgendwelche Produkte testen und vorstellen wollen. Also, ich sag mal, geschätzt in der Woche 1 bis 4 Mal. Wir lehnen das in der Regel ab. Vor allen Dingen Dinge, die für uns nicht nützlich sind, die probieren wir erst gar nicht aus. Aber die Dashcam, das weiß jeder von euch, auch viele, die keine YouTube-Filme machen. Sowas benutzt man immer gerne, auch schon einmal als Beweismittel, falls ein Unfall passiert. Aber ihr müsst auch wissen, das kann auch als Beweismittel gegen euch verwendet werden, wenn ihr da irgendwo drauf rummelt, ja. Wir haben bis jetzt immer diese Fendro 2, die haben wir auch schon vor 2 Jahren vorgestellt. Mit der waren wir eigentlich recht zufrieden. Und jetzt habe ich das Nachfolgemodell, die Fendro 3, T3, die nicht nach hinten filmt. Also diese Fendro 2, die filmt ja nach vorne und nach hinten. Die filmt nur nach vorne. Ausprobiert haben wir sie noch nicht, weil wir ja nicht mehr unterwegs waren, seit mir die zugeschickt wurde. Aber ich habe einen Rabattcode für diese Dashcam bekommen, der gilt nur bis Juni. Wir wissen nicht, wann wir dazu kommen, die vorzustellen. Und deswegen verlinken wir beide Dashcams unten im Video. Ihr könnt es euch mal anschauen. Es gibt auch ein altes Video dazu, zur Fendro 2. Das verlinken wir euch auch mit. Und wer Interesse daran hat, der kann es bestellen. Und für dieses Dashcam haben wir einen Rabattcode. Ich glaube, 10% oder so Ich gibt es weiß nochmal es nicht mehr. extra. Ja. Ja, also das steht dann alles unten in der Infobox. Ich kann sagen, diese Fendro-Dashcams, die funktionieren recht gut. Hier ist jetzt die Auflösung noch etwas größer, wobei mir Super HD langt mir eigentlich. Man kann damit sehr detailgetreue Aufnahmen
rausfiltern und schneiden. Man kann das Kennzeichen erkennen, aber sie hat jetzt auch wahrscheinlich, glaube ich, sogar noch eine Parksituation, also wo man nachts das Auto gesichert hat, wenn Bewegung stattfindet. Aber das Ah muss ich ja, alles mich okay. noch einlesen. Ich habe das jetzt nur mal ausgepackt. Der Anschluss ist der gleiche. Also hier ist das USB-C-Kabel und hier ist noch USB-A-Kabel. Aber wenn das Kabel verlegt ist im Fahrzeug, dann kann man die wohl auch draufstecken, weil es genau die gleiche Anschlussschuh ist. So viel zur Dashcam. Jetzt kommen wir zur Detronik. Ihr könnt euch sicherlich noch an folgende Aussage von mir erinnern. Also, alles kein Problem. Was bei einer Alarmanlage dagegen ein Problem ist, das ist, wenn man sich dann abends hinlegt, irgendwo am Waldrand steht, also ziemlich einsam, und dann legt man sich schlafen und man ist im Tiefschlaf nachts um eins und auf einmal geht die Alarmanlage los. Das haben wir jetzt schon dreimal erlebt, ja. Und wir stehen dann jedes Mal senkrecht im Bett. Man schaut, was los ist, es ist nichts los, man schließt dann wieder ab und schläft auch wieder relativ schnell ein. Und 2 Stunden später, nachts um 3, geht sie wieder los. Also, das ist dann eigentlich schon ein sehr blödes Gefühl. Und es ist auch nicht mehr lustig, das ist kein Spaß mehr, das ist uns so tatsächlich passiert. Und wir haben keine Lösung gefunden, warum das so ist. Eine Gesprächsbereitschaft, es kam überraschend dann ein Anruf und da wurde uns erklärt, der YouTube-Kanal Leni und Toni, den ihr sicherlich auch kennt, die hatten wohl das gleiche Problem, aber wie die damit umgegangen sind, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Lösung für unser Problem bekommen. Wir haben nur eine Aussage. Also da hat sich jetzt einiges dazu ergeben. Ich habe ja den eben Leni und Toni erwähnt und einige von euch haben Leni und Toni informiert von dem Problem, was wir haben, weil die so ein Problem ja auch mal hatten. Und freundlicherweise haben sie sich mit uns in Verbindung gesetzt. Ich habe dann mit dem Toni auch telefoniert und wir haben dann festgestellt, dass deren Problem nicht unser Problem ist. Sie konnten ihr Problem relativ leicht, ja, oder nicht leicht identifizieren und konnten das eliminieren, sodass sie kein Problem mehr mit der Detronik-Alarmanlage haben. Aber der Toni war so freundlich, vielen Dank auch dafür, hat einen Kontakt nochmals zu Detronik hergestellt und ich konnte ein Gespräch mit dem Mitarbeiter von Detronik führen, ein ausführliches Gespräch. Wir haben die ganze Sache analysiert und das, was herausgekommen ist, ist Folgendes. Also die Detronik-Alarmanlage sendet an einer Frequenz, die nur für bestimmte Funktionen frei ist, also für einen Privatbürger eigentlich offensichtlich gar nicht frei oder überhaupt als Frequenz nicht frei. Und sie sendet, wenn hier oder sie, wenn sie Signale an dieser Frequenz empfängt, dann könnte das ein Störsender sein, der Funksignale abfängt, also die ganze Detronik-Alarmanlage fußt ja auf Funksignalen, das heißt, es ist ja kabellose Verbindung zu den Sendern. Und wenn dieses Funksignale gestört werden, dann geht es auf dieser Frequenz und das bedeutet, dass die dann einen Störalarm auslöst. Ja? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ich kann es nicht beurteilen. Also Tatsache ist eins, wenn zum Beispiel ein chinesisches Thermometer, ja, nicht berücksichtigt, dass diese Frequenz eigentlich geschützt ist und dann seine Verbindung zur Sendestation oder zur Hauptstation auf dieser Frequenz durchführt, dann löst die Detronik-Alarmanlage aus. Tatsache ist aber auch, dass wenn zum Beispiel ein Funkamateur auf dieser Frequenz sendet, löst sie auch aus. Es war ja bei mir das Problem, dass ich gesagt habe, wir waren so circa 100 Meter vom letzten Wohnhaus entfernt, am Waldrand gestanden und da hat es geheißen von Seiten Detronik, selbst da könnte ein chinesischer Sender, Thermometersender, das auslösen, denn 100 Meter geht so ein Sender, wenn freies Feld ist, ohne Probleme. Detronik hat gesagt, das ist ein Problem, was vorhanden ist, was bekannt ist und vor allen Dingen, was häufig auffällt, wenn Wohnmobilstellplätze oder wenn Wohnmobile an Autobahnen parken, weil da fahren die Lastwagen mit ihrem CB-Funk und gerade die rumänischen, bulgarischen, also die ganzen Ostblock-Staaten,
Lastwagen, die senden dann mitunter auch Ruffrequenzen auf dieser Frequenz, die geschützt ist. Und dann löst die Drohnik-Alarmanlage aus. Ich habe gesagt, also ich sehe das als Schwachpunkt, das hat dann auch wieder geheißen, man kann es ja deaktivieren, aber was soll ich eine Sonderleistung, diese Alarmanlage deaktivieren, ja? Wenn es dann auf der anderen Seite die Gefahr besteht, dass meine Alarmanlage durch so eine Jammeraktion, so nennt sich das wohl, gestört werden kann. Also es war im Prinzip eine unbefriedigende Auskunft, aber es war eine Erklärung, die nachvollziehbar ist und es muss halt jeder wissen, wie er dann damit umgeht. Wir haben noch nicht allzu viele Fehlalarme gehabt. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wenn wir einen Fehlalarm haben, woran es liegen könnte. Es ist natürlich auch theoretisch möglich, dass es eine Attacke gewesen ist, dass jemand versucht hat, unser Fahrzeug elektronisch die Alarmanlage zu eliminieren. Aber ich schließt es eigentlich aus, zumal zweimal Fehlalarme am gleichen Ort gewesen sind. Da scheint mir CB-Funk oder ein chinesisches Thermometer wohl eher zu sein. Also, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann erkundigt euch bei eurem Detronic-Händler. Die Problematik ist bekannt. Es hat es auch geheißen, dass gerade an Autobahnen diese Störalarme häufiger vorkommen als auf einem Waldparkplatz, da relativ selten. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was euch auch interessiert und was wir sehr gerne machen, und das ist nämlich Freistehen. Und zu diesem Thema hat jetzt der Helle ein bisschen recherchiert, weil es doch da immer wieder Fragen gibt, und er kann euch da jetzt einiges dazu sagen, aber immer alles unter, wie heißt es so schön, Vorbehalt oder keine Haftung Also, wird es ist so, ich bin kein Rechtsanwalt, übernommen ich nenne auch keine oder Paragraphen so, und ich irgendwas. führe auch keine Rechtsberatung durch. Ich habe einfach recherchiert, wie das Thema Freistehen in Deutschland wohlgemerkt ist. Jedes Land hat da seine eigene Regelung. Ganz streng müssen wohl die Holländer sein, aber auch Kroatien, Slowenien etc. Portugal, Spanien, überall. Ja, Jetzt, also ja. da ist es Aber lockerer wir reden ja gewesen. jetzt Ja, über Deutschland. also ich rede jetzt auch nur von Deutschland. Es ist grundsätzlich so, dass man mit dem Wohnmobil, auch wenn es über 3,5 Tonnen hat, überall parken darf, egal, Ja, wenn es nicht explizit wenn es, verboten genau, ist. wenn es nicht verboten ist, also PKW-Stellplatz darf man sich bei über 3,5 Tonnen Wohnmobil natürlich nicht hinstellen, aber wo es nicht verboten ist, darf das Wohnmobil stehen, da darf es auch einen Tag, da darf es auch 2 Wochen oder noch länger stehen. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen, also auch die mehr, die viele verkünden, man muss das dann alle 2 Wochen um 10 cm bewegen. Das ist falsch. Ein Wohnmobil darf an einem Fleck so lang stehen, solange es angemeldet ist, natürlich. Eine andere Sache ist es dann das Übernachten im Wohnmobil. Das ist eine sogenannte Sondernutzung, beziehungsweise es kann als Sondernutzung ausgelegt werden. Und die Sondernutzung eines Grundstückes bedarf immer der Genehmigung. Das heißt, streng genommen, wenn ich in einer Ortschaft bin und möchte da übernachten und bin nicht erschöpft, dann müsste ich an der Gemeinde vorsprechen, darf ich hier übernachten und dann kriege ich ein Ja oder ein Nein. Das ist natürlich theoretisch und ist Quatsch. Ja? Es gibt nämlich auch dann das Recht, dass man in Deutschland eine Nacht verbringen darf, wenn man seine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen darf. Und da unterscheiden sich dann schon die einzelnen Gemeinden voneinander. Erstens, was ist Fahrtüchtigkeit wiederherstellen? Das setzt voraus, erstens Erschöpfung, ja, und zweitens ausruhen, schlafen, weiterfahren. Weiterfahren. Ja, bis zu 10 Stunden, glaube ich, gilt da eine allgemeine Regel. Und das wird dann schon mal ausgehebelt. Also erstens einmal natürlich auch nur an einer Stelle, wo das Parken erlaubt ist. Also auch im Halteverbot darf man seine Fahrtüchtigkeit nicht wiederherstellen. Und dann gibt es verschiedene Urteile. Ich habe gelesen von einer Landrätin, die sagt, wenn jemand eine Nacht bei ihr stehen bleibt, dann ist es zwar eigentlich eine Sondernutzung, aber es wird toleriert. Wenn der 2 Bier getrunken hat, dann kann er nicht mehr fahren und dann respektieren wir das und dann kann der auch über Nacht stehen. Ich habe aber auch gelesen von einem Gerichtsurteil, da ist jemand angeklagt worden, weil er übernachtet hat an einem Parkplatz und da hat er gesagt, ich wollte meine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen und dann hat der Richter gesagt, da war die Fernsehantenne ausgefahren. Das heißt, du hast hier bewusst übernachtet.
Denn wenn du Fernseh schaust und einen relaxten Abend hast, dann kannst du nicht so erschöpft gewesen sein, dass das zwingend notwendig gewesen ist, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Also, das Ganze ist eine sehr heikle Geschichte. Wir wissen es von mehreren Orten, also zum Beispiel Konstanz. Wir waren in Konstanz schon oft mehrere Tage gestanden. Es gab nie ein Problem. Aber wenn dann im Sommer auch Badegäste kommen und man in der Nähe vom See ist, dann kann es schon mal sein, dass der Ordnungsdienst kommt und fragt, warum man nicht auf den Campingplatz geht. Und wenn man sagt, wir sind jetzt halt da einen Tag gestanden, dann hab ich die Auskunft bekommen, eine Nacht ist problemlos genehmigt. Aber teilweise werden die Fahrzeuge aufgeschrieben und bei der zweiten Nacht gibt es dann eine Ordnungswidrigkeit. Ob es in der Praxis so angewendet wird, ich bezweifle es. Ich denke auch, dass die meisten Gemeinden so tolerant sind, dass sie sagen, wenn jemand einen Abend, eine Nacht und einen Morgen bei uns stehen, dann machen wir gar nichts. Also auch unsere Heimatgemeinde habe ich angefragt im Rathaus, wie die damit umgehen. Und da hat es geheißen, wir wohnen ja auch in einer landschaftlich schönen Gegend und da stehen auch öfters Wohnmobile am Neckar. Und da hat es geheißen, wenn da jemand abends kommt und dann auch halt nicht Campingverhalten an den Tag legt, also Markise rausfahren, Liegestühle rausholen, sowas geht natürlich nicht, das ist klar. Aber jeder kann problemlos eine Nacht da bleiben. Aber streng genommen, bei manchen Gemeinden, die wollen das nicht. Die können euch eine Ordnungsstrafe geben. Und wenn ihr vor Gericht geht, das kennt ihr ja selber, vier Richter, fünf Urteile. Ja, also der eine Richter sieht es toleranter, der sagt, es war Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Und der nächste Richter sagt, du hast ein Bier getrunken, also kannst du gar nicht so erschöpft gewesen sein und hast Fernsehen geschaut. Das war einfach ein Campingurlaub, denn das Wort Camping wird ja meistens etwas locker verwendet, wenn es zum Übernachten in Wohnmobil geht. Für mich ist es kein Campen, wenn ich Nee. im Wohnmobil bin und keine Markise ausgefahren habe, nicht aufgebockt habe und keine Liegestühle außen habe. Aber das wird eben, Unterschiedlich einfach nur beurteilt. ja. Dann gab es ja auch diese E-Mail oder dieses Post oder Rundschreiben von diesem Campingverband. Habt ihr vielleicht gehört, haben einige YouTuber darüber berichtet. So wie ich das mitbekommen habe, hat dieser Campingverband jetzt wieder zurückgerudert. Aber das ist diese ganze Thematik. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Übernachten im Wohnmobil auf freien Stellplätzen, auf Parkplätzen ist nicht erlaubt, ja, streng genommen, außer ihr seid wirklich erschöpft. Ansonsten macht man das halt einfach und wenn es dann hart auf hart geht, dann zahlt man halt 20 Euro Strafe. Am Stellplatz zahlt man ja was. Also wir schränken uns deswegen nicht ein. Wir wissen jetzt, was Sache ist, aber wir schränken uns deswegen nicht ein. Nein, ich meine, wir stehen ja dann auch nicht mit auf dem Marktplatz, sondern wir suchen es ja auch ein Wir so Fleckle, wo etwas abseits ist und da eben. dürfte es eigentlich keine Probleme geben und wir haben bisher auch noch nie Probleme Nein, gehabt. nein, nein, haben wir noch nie gehabt. Also so viel zu dem Thema. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Das interessiert mich. Können wir gerne diskutieren, weiter diskutieren. Ich mache mich auch gerne schlau und ich lasse mir auch gerne was sagen. Das ist jetzt das, was wir herausgefunden haben dazu. Und wir werden auch weiterhin freistehen. Natürlich. So, und jetzt kommen wir mal zur Verlosung, auf die ihr ja schon sehr lange wartet. Es geht hier um die Messe Freiburg. Karawanmesse Freiburg, die vom 30.09. bis 3.10. stattfindet. Und zur Einstimmung auf diese Messe zeigen wir euch das Intro nochmal.
Ja, wir haben 2x5 Karten zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Und wir haben in unserem Video, also in einem der letzten Videos darauf hingewiesen, wer der Ursi und Helle reinschreibt als Als Hashtag, Hashtags, der ja. nimmt an der Verlosung teil. Ganz, ganz kurz noch, ja. Die Hashtags sind teilweise falsch geschrieben gewesen, denn unter einem Hashtag, da darf kein Leerzeichen drin sein, etc. pp. Also, das müssen wir das nächste Mal besser erklären. Ist jetzt egal, wir haben jeden Ja, reingenommen. der Hashtag Ossi und Helle genommen, geschrieben hat, den haben wir auf jeden Fall reingenommen. Aber nach der Ausstrahlung von unserem damaligen Video war ich im ersten Moment etwas perplex und auch wenig frustriert, weil es kamen so gut wie keine Hashtags, ja. Und er sagt, das kann doch gar nicht möglich sein. Keiner will auf die Messe gehen. Wir haben uns sogar schon im Aki haben wir schon angeschrieben und haben gesagt, Aki, es will keiner auf die Messe. Und was war? Nachher hat der Helle mal im Spam nachgeschaut und wie ein Wunder, sämtliche Hashtags waren, sind alle im Spam gelandet, ja. Also wir können es uns nur so erklären, weil wir bekommen ja auch öfters mal so Links und so weiter zugesendet und die haben ja alle in Spam, ja. Also alles, was verlinkt ist und mit Hashtag versehen ist, Ist das ja, landet bei uns erstmal im Spam. So haben wir ja. das eingestellt, weil einfach zu viel Spam gekommen ist. Ja, genau. Und uns interessieren diese ganze andere Links eigentlich nicht, wenn wir sie nicht selbst irgendwie anfordern oder so. Ja, also von daher, ihr braucht uns überhaupt keine Links schicken. Die landen alle im Spam. Also auf jeden Fall haben wir dann nach einiger Zeit festgestellt, oh, die sind ja alle im Spam. Also haben wir die jetzt natürlich dann alle freigeben. Ich war fleißig, habe alle aufgeschrieben. Und jetzt, da mir ja die Verlosung machen wollte, habe ich zum Helle gesagt, oh du Helle, jetzt müssen wir doch nochmal schauen, ob wir auch alle aufgeschrieben haben. Und schwuppsdiwupps waren fast über 70 Hashtags waren nochmal vorhanden, die wir vorher nirgends gesehen hatten. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall, der Helle hat jetzt alle auch nochmal beantwortet, denn es war ja nichts beantwortet. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert. Hoppla, die beantworten nicht mal mehr. Und also irgendwas lief da etwas komisch. Also auf jeden Fall hoffen wir jetzt natürlich, dass wir alle haben. Das sind über 200, die zur Messe wollen. Und jetzt würde ich mal sagen, dann Ja, fangen wir mal jetzt ich an, muss oder? da noch eins dazu sagen. Also, die Ursi hat sich da verdammt viel Mühe gemacht. Ich habe einfachere Lösungen vorgeschlagen, aber sie wollte das alles so Nein, das haben. machen wir Wir richtig. haben alle, die den Hashtag annähernd irgendwie hingeschrieben haben, also egal, ob jetzt richtig geschrieben war oder nicht, die sind alle da drinnen. Ja, und es waren sehr viele Rückmeldungen oder viele Schreiben dabei mit sehr, sehr netten Kommentaren. Ja. F vielen Dank dafür. Ja, wir freuen uns immer, wenn wir einen freundlichen Kommentar kriegen. Und es waren viele dabei, die einfach nur den Hashtag rein haben. Zuschauer, Oh, okay. ist absolut okay, Ja. natürlich. Also, abgesehen von allem, es sind alle da drinnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nichts übersehen haben. Ja, Also es müssten alle drin und sein. nachdem ich hier gerade schon ein bisschen rechtlich was gewürdigt habe, agiere ich jetzt als Notar. Ja, die Ursi als Ziehungsgerät. Ihr seht, das Ziehungsgerät ist in Ordnung. Ja. Ja, ist da. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Prozess, oder? Ja, also dann ziehe ich jetzt nacheinander fünf Es Stück, geht oder? um fünfmal Mal zwei zwei. Eintrittskarten zur Messe Freiburg. Wenn ihr gezogen werdet, dann bitte teilt uns per E-Mail, die schreiben wir unten rein, die E-Mail-Adresse, Ja. teilt uns eure E-Mail-Adresse mit und euren Namen, euer Pseudonym, unter dem ihr schreibt. Wir geben das dann an die Messe Freiburg weiter, an die Messeleitung Freiburg, und die werden dann euch den Kartencode zukommen lassen. So läuft es nämlich heutzutage. Genau, so, und jetzt machen wir das Ja. und ja, unter notarieller Aufsicht. Also dann fange ich jetzt einfach an, Ja. oder? Und warte mal. Und ich beobachte genau, ob du Willst du spitzelst. nochmal mischen? Nein, mache ich nicht mehr. Also ich mische nochmal. Ja. Da zieh mal einen raus. Okay. Erste gezogene. Andreas Lange. Lage. Lage. Sorry, sorry. So. Ja, legst du es am besten hier auf die Ja. Seite. Dann kommt das zweite.
Hab ich eins? Ja. Je. AXMI 61. So, nächste. Daniela Beck-Schäfer. Die Flamme, drei. Dann Zwei. kommt jetzt die vierte. Bernhard Häfler oder Höfler. Höfler. Kritisch, wenn man die eigene Schrift nicht mehr richtig lesen kann. Noch einer oder eine. Sind sogar eine und einer, und zwar Kati und Jürgen W. So. Dann gratulieren wir jetzt natürlich alle Gewinner. Jawohl, und Und alle, die nicht gewonnen haben, tut uns leid. Also wir hätten jedem die Karten gegönnt, aber irgendwo stellen die nur begrenztes Budget zur aber Verfügung. die anderen Teilnehmer, die ja auch noch bei der Messe sind, von dem Fan-Fan-Camp, die machen auch noch mal Verlosungen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja bei denen reinschauen. Und so peu à peu machen die jetzt auch ihre Verlosungen. Und vielleicht habt ihr da dann mehr Glück. Ja, ansonsten, so teuer ist es ja nicht, diese Karten zu erwerben. Wer Lust hat, kann da gerne hinkommen. Also wir hätten gerne allen welche gegeben, aber es tut uns leid, es waren weit über 200 Teilnehmer und wir haben nur 5 Karten. Aber was wollte ich noch dazu sagen? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, das so und so, ja, das wollen ja nicht noch verklagt werden. Nein. Und sonst? Nein, irgendwas wollte ich nur dazu sagen. Vielleicht fällt es ihm noch ein. Also auf jeden Fall, wir sind ja auf der Messe auch dabei. Wir halten sogar einen Vortrag. Das müssen wir dann auch noch alles ausarbeiten, gell? Ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Oh. Also auf jeden Fall, ihr könnt uns da, wenn ihr dann Lust habt, uns auf der Messe treffen. Also wir werden da sein, entweder im Camp oder auf der Messe selber. Also da ist ein Camp und da sind wir auf jeden Fall. Oder dann eben direkt auf der Messe und an 2 Tagen halten wir wohl Vorträge und ein Interview findet statt. Also wer Interesse daran hat, ist gerne eingeladen dazu. Und wir haben jetzt da 5 gezogen und erfahrungsgemäß melden sich oftmals welche nicht. Sollten, bitte schickt uns eure Rückmeldung innerhalb von 14 Tagen Nee, früher würde ich sagen. oder Ich früher. meine, wer das jetzt sieht und der kann sich ja dann gleich melden. Also sagen wir mal bis Ende April. Ja? Und wenn wir bis Ende April nicht alle 5 Karten an den Mann gebracht haben, weil sich jemand nicht gemeldet hat, dann ziehen wir einfach nochmal einen neuen und dann bekommt ihr einen Kartencode. Können wir das so machen, Ossi? Ja, also meldet euch so schnell wie möglich und weil eben Und wenn dann. sich einer nicht meldet, dann ziehen wir hier nochmal einen raus und dann kriegt der einen Kartencode automatisch übermittelt mit einer E-Mail von der Messe Freiburg. Ja, wenn die E-Mail rauskriegen, dann. Ach so, ja, das müssen wir dann irgendwie machen. Ja, also wir werden das jetzt irgendwie lösen. Ja, uns fällt was ein dazu. Aber das war's jetzt, würde ich sagen. Ja. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ein bisschen informativ, dass es gewesen ist. Zumindest habt ihr gesehen, wir leben noch. Gespritzt und nicht Nein, noch gespritzt. nicht ganz, Ja, ja. Also aber ich bin ich muss jetzt gespritzt. schauen, dass ich kein Fieber kriege bis zum Montag. Ja. Aber ansonsten geht es eigentlich ratzfatz. Wie lange haben wir bei dir gebraucht? Eine Dreiviertelstunde, glaube Sowas ich, ja. gell? Also so Dreiviertelstunde, weil man muss dann eine Ja. halbe Stunde warten, Und es bis tut man wieder nicht gehen weh. kann. Es ist. Nee, mein Hille hat es überlebt und Ja. er ist ja wirklich nicht Und der Held. man fühlt sich besser. Ja, er hat danach gestrahlt. Also, und bis jetzt hast du auch keine Nebenwirkungen, Nein, nix. nix, Alles also. klar. Bleibt gesund und lasst euch impfen, damit es bald wieder weitergeht. Wir Ja. hoffen auf besseres Wetter, auf bessere Zeiten und freuen uns auf die Messe Freiburg und auf den Sommer. Ja, genau. Zwar Also. in eine andere Reihenfolge, aber es stimmt, weil Sommer, hoffen wir mal, kommt vor Freiburg. Also, dann
wünsche euch noch einen schönen Sonntag und gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ach so, ja. Nicht vergessen. Tschüss. Ciao. Ciao.